Hey, ich bin der Dominik von Backhunter Expeditions und das ist im Prinzip hier Teil 2 meines Messervideos. Auf dem Kanal habe ich ja schon eins, wo es allgemein ums Thema Outdoor-Messer geht. Ne? Alle möglichen Klingenarten, Varianten, Formen und Größen. Und daraus folgt im Prinzip jetzt dieser Teil 2, könnte man sozusagen das Ganze nennen, als Vergleich der unterschiedlichen Messergrößen entsprechend ihres Anwendungszweckes in der Praxis. Sprich, was kann ich mit welcher Messergröße machen, wofür ist welche geeignet, welche stößt wo an ihre Grenzen. Das Ganze soll euch also ein bisschen helfen, wie groß muss mein Messer sein für das, was ich mache. So, jetzt sind wir fertig gleich. Aber Eli, was bist du denn für eine Raffel? Ja, ich wollte eigentlich ein Video machen. Ihr seht, hier möchte noch jemand mitmachen. Jetzt ist aber aus, Eli. Jetzt ist aus. Au, sage mal. Oh, komm her. Jetzt reicht's aber, Eli. Aber, ja. So. Der gelbe Schnee ist nicht von mir. Ich habe schon seit längerem auf dem Schirm, so ein richtiges Klingvideo zu machen. Also Werkzeuge, Autowerkzeuge, welches wofür, wie am effektivsten, welche verschiedenen Arten und so weiter. Das sollte eigentlich was fürs Frühjahr werden, wo es schön grün ist und die Vögel zwitschern. Aber ich weiß nicht, ob ihr es hört, die Vögel zwitschern auch heute und die Gelegenheit heute ist noch viel effektiver. Beziehungsweise das Ganze würde jetzt auch mal richtig Sinn machen. Im doppelten Maße. Und zwar hat es heute die Nacht geschneit und bei mir auf dem Grundstück sind hier ein paar Äste runtergekommen. Wobei das eigentlich schon fast ein Stamm ist. Ne? Also 20 cm Durchmesser, Kiefer ist hier abgebrochen. Und der erste Gedanke war jetzt natürlich Kettensäge. Ne? Husqvarna raus, das Ding hier ist von dem liegen hier noch drei andere, in 5 Minuten erledigt. Aber warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ne? Von daher nutze ich jetzt die Gelegenheit, um gleich mal mit dem Klingenvideo durchzustarten. Mein sogenanntes Alltagsmesser, ja, was ich meistens immer dabei führe, wenn ich draußen bin, auf Tour und so weiter, ist hier mein Busse Basic 6 LE. Das hat eine Klingenlänge von 16 cm und ist wirklich für die meisten Zwecke völlig in Ordnung, völlig ausreichend. Ne? Für die meisten ist das vielleicht schon zu groß. Die denken eher an solche Dinge hier. Na? Nur noch halb so lange Klingenlänge. Nun kann man mit dem auch eine ganze Menge machen, allerdings nicht unbedingt das hier. Na? Also klar, kann ich jetzt, wenn ich mir Mühe gebe, bin ich denn auch schon durch, ne? Aber wir wollen ja nicht den ganzen Tag stehen. Ich weiß, das war jetzt Chopping und mit Batoning würde das ein bisschen schneller gehen. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, worum es geht, ne? Das kleine Messerchen hier ist dafür nicht geeignet. Mit dem, ne? Nur mal ein kurzes Beispiel zu machen, geht das schon ein bisschen fixer von der Hand. Gut, ich habe den Ast jetzt festgehalten. Wir können das jetzt nochmal ohne machen. Trotzdem, ein Schlag ist das Ding weg. Ihr seht also schon, doppelt so lange Klingenlänge und auch gleich um ein Vielfaches effektiver. Wenn ich auf großer Tour bin, das heißt Mehrtagestracking-Tour, habe ich das nicht unbedingt mehr dabei. Ne? Dann käme die nächstgrößere Variante raus. Das ist mein Basic 8, ne? Klingenlänge 20 cm. Ja, also ihr seht, das ist schon ein kleiner Unterschied. Sind zwar nur 4 cm, aber natürlich das Gewicht ist auch nicht zu vernachlässigen. Das habe ich ein bisschen modifiziert, ne? Dafür gibt es auch einen schönen Beitrag noch. Das ist sozusagen, man könnte sagen, so mein absolutes
Allzweckmesser für alles. Ne? Ich kann damit super ein Brot schneiden, ich kann damit wunderbar einen Fisch filetieren, ich kann damit mir einen Unterstand bauen, Feuerholz machen, alles Mögliche. Wenn man es ein bisschen größer mag, das könnte jetzt in Richtung Überlebensmesser sozusagen gehen. Ne? Das heißt also, wenn man wirklich weiß, man ist mehrere Tage allein in der Wildnis und man muss eine ganze Menge andere Aufgaben erledigen, die sonst ein normaler Bushcrafter macht. Ja? Wäre dieses, ne, Klingenlänge 25 cm, ja, um die dreimal zu vergleichen. Alle drei Messer haben in dem Fall einen anderen Anwendungszweck. Ja, während das hier das Alltagsding ist, das universale Tourenmesser und das hier das reine Überlebensmesser. Jetzt könnte ich mit all diesen drei Messern hier durchaus was anstellen. Das zum Chopping, das heißt so, das ist das, was ihr eben gesehen habt. Ne? Also ich nehme, würde ich jetzt nicht unbedingt diese Dinger nehmen, dann würde ich hier eine ganze Weile sitzen. Das ist zwar möglich, ja, wenn man nur eine Klinge von diesen dabei hat, dann kriegt man damit diesen Haufen hier auch klein. Aber wir wollen es ja ein bisschen effektiver machen. Jetzt der nächste Gedanke, den man haben könnte, Machete. Das sind so Dinger, Klingenlänge 40-50 cm, je nach Modell, Pi mal Daumen. Dafür allerdings, ihr seht, charakteristisches Merkmal, Klingenbreite oder beziehungsweise die Stärke, maximal so um den Schnitt 1,5-2,5 mm. Viel mehr ist dann normalerweise mit einer vernünftigen Machete, hat die nicht. Ne? Die ist ja natürlich auch nur für Buschwerk. So, jetzt kann ich natürlich auch mit einer Machete. Ihr seht, das ist nicht uneffektiv, keine Frage. Ja. Ihr seht, das war auch kein Zufallstreffer. Jetzt ist es allerdings so, das Ding ist dünn. Und das hier, ne? Ist möglich, aber was man bei der Arbeit schon merkt in jedem Fall, das Metall biegt sich sehr stark. Die Gefahr, dass hier was ausbricht, das ist in dem Fall 1075, auch noch eine mit 1095er Kunststoffstahl, die ist ja relativ hoch, weil für derart dicke Sachen ist dieses dünne Material einfach nicht geeignet. So, jetzt haben wir hier zwei Werkzeuge, die Machete mit einer sehr langen Klingenlänge, dafür nur relativ schmal. Das Messer mit einer deutlich breiteren Klingenstärke, aber dafür natürlich zu kurz. Tja, was machen wir denn nun? Das gute Stück ist meine Bussek Basic 13 Bolo Machete. Man kann das natürlich auch noch als Messer bezeichnen, je nachdem wie es beliebt. Klingenlänge in dem Fall 33 cm. Die Klingenbreite hat genau dieselbe Stärke wie die anderen Messer, das heißt hier in dem Fall gute 5 mm. Das ist schon, man merkt schon, dass man was in der Hand hat. Ihr seht, da kann ich hier gleich ins Volle mitgehen. Und das, was die Machete hier angefangen hat, ist in zwei Schlägen durch. Ne? Ganze nochmal neu sehen möchte. Drei. Das ist wohl. Und das Ding hat hier, naja, 6-7 cm Durchmesser. Und die Schnitte sind sauber. Ich werde euch in dem Video einen kleinen Unterschied zeigen zwischen den einzelnen Klingen, die ich hier habe. Welche vielleicht am effektivsten ist. Ich will das Ganze nicht unbedingt an einer Marke ausmachen oder ein ganz spezielles Modell empfehlen, sondern mir geht es hier darum, nur, es gibt ja viele ähnliche Hersteller, welches von den ganzen halt
so ungefähr das Effektivste für welche Arbeiten ist. Wenn ich jetzt auf Tour bin, auf größerer, dann habe ich das kleine Alltagsmesser nicht bei. Ich nenne das jetzt mal Alltagsmesser für euch. Das heißt, ich würde damit auch nicht auf die Idee kommen, hier sowas zu zerhacken. Das im absoluten Notfall unterwegs muss ich auch nicht an so ein Holz gehen. Das heißt also, diese Klingenlänge von 16 cm, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn ich unterwegs bin, dann habe ich durchaus die 20 cm Klinge noch bei. Das heißt, unterwegs auf großer Tour. Mercator Expeditions. Und hätte möglicherweise auch das dabei. Das kommt jetzt aber wirklich darauf an, wo es hingeht. Und dann mache ich euch hier, zeige ich euch hier nochmal kurz den Unterschied zwischen diesen beiden Klingen. Ich meine, das Resultat ist uns allen vorher schon klar. Nichtsdestotrotz möchte ich es hier möglichst praktisch, realistisch nochmal verdeutlichen. Ich würde jetzt nicht anfangen, mit dieser Klinge so einen Stamm hier im sogenannten Chopping durchzuhacken. Da würde ich hier wahrscheinlich 10 Minuten sitzen. Sondern ich würde mir dafür ein Stück Holz nehmen, um damit mit diesem Messer zu arbeiten. Das wäre das sogenannte Buttoning. Dafür mache ich mir jetzt mal ein Holz klein. Ich könnte das jetzt mit dem hier schon machen, aber dann würde ich schon ein Ergebnis vorweggreifen. Deswegen nehme ich dafür für den Schlagstock nochmal das Basic 13. Ja, also ihr seht nochmal, an Effektivität ist diese Klinge eigentlich nicht zu überbieten. Machen wir den noch ein bisschen schicker. So, das ist jetzt so ein Knüppel, obwohl, den können wir noch eine Nummer kürzer machen, ruhig, So. Das wäre jetzt das geeignete Werkzeug. Ungefähr, sieht jetzt nicht schön aus, aber die Mittel erfüllen den Zweck. Und wir würden jetzt mal versuchen, durch diesen Stamm mit diesem Klotz hier durchzukommen. Wie gesagt, 20 cm Klingenlänge. Klingenstärke, gute 5 mm. Ich bin jetzt bei gut der Hälfte und mein größtes Problem hier gerade ist, dass die Klinge nicht viel länger ist als der Stamm im Durchmesser. Das heißt also, da sie jetzt bündig mit dem Stamm oben abschließt, der Rücken des Messers, kann ich hier nicht mehr draufhauen. Ich würde jetzt dazu tendieren, natürlich vorne auf die Spitze zu hauen, aber dafür ist die Klinge einfach zu kurz. Ja, was lehrt uns das? Die Klingenlänge sollte deutlich größer sein als der Stamm, der Ast, der Zweig, was auch immer, den wir damit trennen wollen. Ansonsten funktioniert es schlichtweg nicht. Ich könnte natürlich jetzt in einer mühevollen Kleinarbeit das Messer immer wieder umsetzen. Und mich wie so ein kleines Eichhörnchen um diesen Stamm arbeiten. Allerdings würde die zweite Hälfte des Stammes ein Vielfaches länger dauern als die erste Hälfte. Das heißt also, 20 cm Klinge ist für einen 15 cm Stamm nicht mehr geeignet. Jetzt haben wir hier noch einen 5 cm Stamm.
probieren das Ganze hier nochmal aus. Das entspricht ja dann dem zweiten Test, den ich auch mit dem Beil und dem großen Haumesser gemacht habe. Na, versuchen wir es erstmal auf die Variante mit der gleichen Art, das heißt dem Chopping. In dem Fall keine größeren Probleme. Das Messer lag immer noch gut in der Hand. Dafür, dass es nicht so schwer ist wie das, tendiert es nicht, beide Messer haben den gleichen Griff, tendiert es nicht dazu, aus der Hand zu rutschen. Ne? Durch das fehlende Gewicht hat man natürlich weniger Schlagkraft, weswegen es länger dauert. Keine Frage. Aber es lag nach wie vor komfortabel in der Hand. Das war jetzt die Zeit fürs Chopping. Jetzt versuchen wir das Ganze mal mit dem Betoning. Das heißt, unter Zuhilfenahme eines Schlagstockes. Ja, das Ganze sollte natürlich möglichst sicher liegen. Ne? Versuch Nummer 2. Ich muss das ja so hinlegen, dass ihr das auch seht. Alles andere wäre ja einfach. Ich versuche das Ganze natürlich möglichst kurz zu machen. Und ich denke, das war kurz. Ihr seht, auch sauberer Schnitt, Unterschied zwischen Chopping und dem Batoning. Ne? Damit ist dieses Messer in jedem Fall geeignet, also eine 20 cm Klingenlänge schafft ohne Probleme 6 cm Äste. Das ist super Ast für Feuerholz. Ne? Das werden heute noch ein paar mehr werden. Das heißt, wenn ihr kleinere Messer habt, ist das Betoning die deutlich effektivere Lösung, um Schnittgut, Holz, Stämme, Äste zu zerteilen, als mit dem Chopping, dem einfachen Durchschlagen. Dann schafft ihr selbst mit solchem kleinen Messer, sage ich mal, die 15, 16 cm Klingenlänge, ein Ergebnis wie beispielsweise mit dem 20 cm, der 20 cm Klingenlänge. Da habe ich hier nochmal einen, an dem wir das, ja. Der entspricht dem so ungefähr, obwohl der ist ein bisschen dünner, ja. Ah, das wäre Schummeln. Ja, der ist ganz gut. Den machen wir uns mal kurz zurecht. Oh, der sieht ein bisschen wild aus. Theoretisch können wir den auch so lassen. Das spielt keine große Rolle. Es geht in dem Fall nochmal darum, großes Messer, mittelgroßes Messer. Das hatten wir eben bei diesem. Jetzt versuchen wir es mit dem mal. Dauert ein bisschen länger, habt ihr gesehen. Ne? Nichtsdestotrotz, auch das funktioniert. Und wir erwarten jetzt natürlich alle das ähnliche Ergebnis, wie wir es eben hatten. Beim Betoning mit dem mittelgroßen Messer. Das ist ganz wichtig,
dass ihr beim Schlagen immer ein stabiles Schlagwerkzeug benutzt. Ja? Also Safety first. Deswegen trage ich hier in dem Fall natürlich auch Handschuhe. Und Schlagstock immer deutlich stabiler als das Holz, was man durchtrennen möchte. Ja? Am besten eignet sich für einen Schlagstock natürlich immer Hartholz. Ich weiß, das ist nicht zu finden. Und in dem Fall stellt ihr euch vor jetzt, ihr habt hier nur mal Nadelholz, dann achtet wenigstens darauf, dass der möglichst nicht so aussieht, als ob er gleich einen Geist aufgeben würde. Und jetzt, wie gesagt, nochmal 15 cm oder 16 cm Klingenlänge. Die Schnittlänge bei dem Messer ist natürlich nicht effektiv. Die der Klingenlänge entspricht nicht derselben, ne? Weil wie ihr seht hier, gibt es eine Fingerkeule, bis hierhin geht die Schneide. Und der Rest zählt zwar zur Klinge, ist aber nicht effektiv als Klinge zum Schneiden nutzbar. Ne? Das heißt, in dem Fall habe ich diesen Fingerkeul einfach nur, um damit präzisere Arbeiten machen zu können. Das gleiche habe ich auch auf das große Messer übertragen und habe hier oben noch eine Daumenauflagefläche gemacht. Aber das ist ein anderes Thema. Mittelgroßes Messer beim Betoning. Also ihr seht, es macht eigentlich keinen Unterschied, wie groß, wie lang die Klingenlänge ist, solange sie lang genug ist. Ne? Ich könnte das Gleiche jetzt im Prinzip auch mit dem hier machen, wenn ich die vorne ansetze, da wäre wahrscheinlich kein Unterschied. Es ist tatsächlich das Gleiche. Also hier wird das Ganze bestimmt durch natürlich die Klingenbreite, die Stärke des Materials und natürlich den Schliff. In dem Fall sind alle Messer Automesser bei mir konsequenterweise grundsätzlich konvex geschliffen. Das heißt, sie haben einen balligen Schliff, um genau sowas damit auch machen zu können, am effektivsten. Ja? Also wir lernen aus dieser Sache sowohl eine 16 cm Klingenlänge eines mittleren Messers ist ähnlich effektiv beim Holzdurchtrennen wie eine 20 cm lange Klinge. Der Unterschied ist natürlich nur darin, mit dem kann ich deutlich größere Stücken Holz, deutlich größeren Durchmesser durchtrennen. Also in dem Fall würde ich mal sagen, effektiv 10 cm ist damit noch möglich, ja, bis 10 cm. Und bei dem würde ich sagen, so, naja, bis 6 cm, 7 cm ist damit auch vollkommen in Ordnung. Und je größer das Schnittgut, je größer der Durchmesser des Schnittgutes sein soll, desto mehr Klinge brauche ich natürlich. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sich die Messer in ihren verschiedenen Größen. Ich habe für meine 5 Kategorien, ne, das sehr kleine, das mittlere, das große und das sehr große exemplarisch ein paar Beispiele rausgesucht. Ne. Das kann jetzt natürlich unterschiedlich sein, je nach Modell. Ne? Jeder hat andere. Aber mir geht es hier hauptsächlich um die Klingenlänge, was ich damit machen kann. Nicht prio um die Klingenform oder den Schliff oder die Marke oder was auch immer. Das ist hier erstmal wirklich zweitrangig. Für den Test zur Herstellung von Brennholz habe ich meine Handsäge bemüht, ne? Und uns ein paar verschiedene Holzstücken, verschiedene Holzarten geschnitten. Unterschiedliche Durchmesser, unterschiedliche Baumarten. Ich beginne einfach mal mit dem sehr kleinen Messer. Ne? Klingenlänge 8 cm. Und dazu müssen wir natürlich hier das dünnste Stück nehmen, was ich habe. Wäre das Durchmesser 8 cm. Wenn ich das jetzt spalten möchte, sehen wir schon, haben wir hier ein Problem. Versuchen tun wir es natürlich trotzdem. Ne? Und zwar mit dem Betoning in diesem Fall.
Ja, und wie zu erwarten war, ne, ist es das dann auch schon gewesen. Jetzt haben wir allerdings hier einen Keil reingetrieben. Ne? Das Holz fängt hier an zu splitten. Ne? Und das werden wir jetzt mal versuchen auszunutzen. Ich nehme das Messer hier wieder raus. Ja. Und werde hier genau in diesen Spalt das Ganze nochmal versuchen einzutreiben. In dem Fall kann ich hinten, weil es ein Integralmesser ist, auf das Griffende als Schlagkappe im Prinzip missbrauchen. Aber auch hier sehen wir, die Spaltwirkung ist eigentlich ein schlechter Witz, ja, wenn man das so sagen kann. Denn die Klingenstärke dieses kleinen Messers, dieses sehr kleinen Messers, ist natürlich auch nur sehr gering. Ne? Das heißt, auch so kommen wir hier nicht wirklich weiter. Ja? Jetzt versuchen wir das Messer hier natürlich mal wieder möglichst heil rauszukriegen. Das ist kein Problem. Wir können das ja mal weiter versuchen, ob wir es hier ein bisschen tiefer gehen, hier trotzdem noch gespalten bekommen. Aber das kann ich schon sagen, das wird nichts. Ja, dafür ist einfach die Klingenstärke in diesem Fall zu gering. Ja. Versuchen wir einfach mal auf der anderen Seite anzusetzen mit dem Betoning. Ihr seht, es spaltet mehr. Ja? Wenn ich jetzt einen Keil zu Hilfe nehme, den ich mir eventuell vorher geschnitzt habe, also einen Holzkeil, ne? Dann würde das funktionieren. Mit sehr viel Mühe kriege ich diesen Klotz hin. Aber wie ihr schon seht, wie lange ich jetzt hier schon dran sitze und im Prinzip nicht wirklich viel erreicht habe, ist das absolut unwirtschaftlich, könnte man sagen. Ja? Also es steht in keinem Verhältnis mit diesem sehr kleinen Messer. Ja? Ist dafür nicht zu gebrauchen. Ja, im Notfall kann ich damit einen Stamm in dieser Größe vielleicht maximal gerade noch spalten. Ja, aber damit kriege ich noch kein Feuer gestartet, ja, von einem Stück Holz. Also dafür zum Feuer machen, zum Kleinholz machen, ist dieses Messer hier so nicht geeignet. Nehmen wir jetzt mal das kleine Messer. Ne? Klingenlänge 12 cm, das heißt 4 cm länger als das sehr kleine eben war. Ich werde jetzt nicht in den gleichen Spalt reintreiben, weil das ist ja klar, was denn passieren würde. Ja. Sondern 90 Grad versetzt, auch hier mit dem Betoning. Und wie ihr seht, damit waren wir erfolgreich. Ne? Natürlich, weil ich auf der anderen Seite in der Klingenlänge gerade noch durch dieses Stück Holz durchgekommen bin. Ne? Das sind jetzt 12 cm, das waren jetzt hier 8 cm, lässt sich damit also spalten. Ne? Nun muss man sagen, das ist nicht wirklich das priorisierte Holz, was ich nehmen würde, wenn ich ein Feuer machen möchte, was lange brennt. Denn da sind die Scheite eigentlich zu klein für. Das kann ich gut zum Anzünden nehmen, um es in kleine Streifen zu schneiden. Ne? Aber auch hier wäre bei dieser, das funktioniert wie gesagt mit dieser Klingenlänge von 12 cm, dem kleinen Messer. Ne? Aber das wäre dann auch wirklich das Limit. Ne? Mehr ist nicht. Denn ich hatte hier, die Schneide ist ja, bei dem Modell beispielsweise ist der Schliff, der scharfe Teil, nicht bis zum Griff hin. Ne? Ich habe hier kleines Stück Aussparung und ich habe wirklich genau hier angesetzt und im Endeffekt bleibt dann genau so viel über, dass ich gerade noch so hier, ja,
wenn man das sieht, gerade noch so auf den 2 Zentimeter, die hier rausgucken, sage ich mal, Pi mal Daumen, knappe 2, es ist immer manchmal ein bisschen schräg drin, ne, dass ich da gerade noch so draufschlagen kann. Also das wäre ein Limit. Mit dem Kleinmesser funktioniert es bis zu einer gewissen Größe und dann ist aber Ende auch hier. Ja. Jetzt werde ich die gleiche Holzstärke mal mit dem mittleren Messer versuchen. Ja. Klinglänge in dem Fall 16 cm. Ja. Aber eine etwas höhere Klingenstärke, ne, und natürlich auch ein etwas längerer Griff. Das war jetzt übrigens, für wen es interessiert, eine Kiefer, eine Waldkiefer. Und das ist hier eine Fichte. Aber beide liegen ungefähr gleich. Das heißt, der Feuchtigkeitsgehalt, da gibt es keinen Unterschied. Auch hier versuchen wir es mit dem Betoning. Ich mache hier mal kurz Unterbrechung. Ich habe mit Absicht erst die weichere Kiefer genommen für das kleinere Messer und für das mittlere hier die etwas festere Fichte. Und ihr seht schon, das ist ziemlich widerspenstig. Das kleine Messer würde hier schon wirklich an die Grenze gehen, obwohl es die gleiche Stärke des Holzes ist. Aber so stark, wie ich hier schon draufschlagen muss, besteht die Gefahr, dass beim kleinen Messer tatsächlich die Klingenspitze abbrechen würde. Das mittlere Messer hat hier eine etwas höhere Klingenstärke. Ja, ist ein bisschen stabiler, deswegen habe ich da nicht die Bedenken. Dem mittleren Messer hat funktioniert. Ich möchte für dieses Stück Holz aber auch wirklich kein kleineres Messer haben. Das ist wirklich ziemlich fest gewesen. Ne? Man hört das schon. Wir können das jetzt hier natürlich weiter spalten. Das ist keine Frage. Das dürfte denn leichter gehen, natürlich, erwartungsgemäß. Ja. Jetzt haben wir hier ein Aststück, kleiner Widerstand. Aber an sich nicht das Problem. Das heißt, das mittlere Messer ist hier schon das Minimum, was ich wirklich brauche, um das hier zu spalten. Aber nochmal zur Erinnerung, auch dieses Stück Holz hier ist vom Durchmesser her nicht unbedingt das, was ich mir als Brennholz wünsche. Ne? Ist genau wie mit dem kleinen Messer eben. Ja? Wenn wir jetzt an die dickeren Stämme gehen, ne, dann können wir uns denken, dass diese Messer denn wirklich an ihre Grenze kommen. Ne? Selbst das mittlere von der Klingenlänge her. Wir nehmen jetzt mal eine Nummer größer. Das sind jetzt ungefähr 10 cm. Aber gleiches Holz, ebenfalls Fichte. Ja? Schauen wir uns das mal an. Brauche ich jetzt gar nicht weitermachen. Ich merke es schon so, das Ding ist knüppelhart und so wie es im kompletten Querschnitt hier durchgeht, reicht die Klingenlänge gerade aus, um im Prinzip den Durchmesser des Holzes abzudecken. Ja, weil hier natürlich der Schliff auch nicht aufgrund des Fingerkeuls, ne, das sind zwar 16 cm, aber effektive Nutzlänge sind hier auch nicht ungefähr, ich glaube es sind 13 oder so, Pi mal Daumen. Ne? Und das reicht dann natürlich auch nicht wirklich aus, um auf der Spitze hier vernünftig schlagen zu können. Ja? Ich würde jetzt für so ein Holz, wo ich anfange zu sagen, das wäre ein geeignetes Brennholz für ein lang anhaltendes Lagerfeuer, ne, würde ich in jedem Fall eine größere Klinge bevorzugen. Deswegen versuchen wir jetzt mal hier
das große Messer mit einer Klingenlänge von 20 cm. Wie gesagt, es ist kein besonders weiches Holz. Ne? Immer dazu nochmal, ich nehme hier nicht die leichtesten Sachen. Ich kann hier aber schon, wie ihr seht, ansetzen, so dass ich die Schneide in der kompletten Länge hier habe und habe immer noch einen Überstand. Ne? Das heißt, hier sind schon mal gute Voraussetzungen gegeben, dass es funktionieren könnte. Und in der Tat hat es auch funktioniert. War jetzt auch nicht anders zu erwarten. Nochmal kurzes Sinnbild. Wir haben hier einen Stammdurchmesser von ungefähr guten 12. Naja, ist ja ein bisschen schräg. Ja, sagen wir mal so 11 bis 12 cm. Und hier hat diese Klingenlänge, das sind 20 cm des großen Messers, effektiv natürlich weniger. Aufgrund der Fingeraussparung natürlich. Und dann brauche ich ja noch ein Stück Überhang, wo ich dann halt draufschlage. Das muss man immer bedenken. Ne? Und deswegen, selbst für solch in Anführungsstrichen kleine Hölzer, ja, ist es in jedem Fall notwendig, ein großes Messer zu haben. Ne? Mit dem hier absolut keine Chance. Da würde ich nicht mal die Hälfte durchbekommen. Nicht mal das ist drin. Ja? Mit dem kleinen Messer, ja, würde ich die Hälfte vielleicht gerade so passen, aber aufgrund der Härte des Holzes würde hier die Gefahr bestehen, dass ich die Klingenspitze tatsächlich abbrechen kann. Oder dass das Messer so stark verkeilt, dass ich sie auch gar nicht mehr rausbekomme. Das mittlere würde jetzt bei der halben Stammlänge schon funktionieren. Da sehe ich jetzt nicht das Problem drin. Probieren wir das gleich mal aus. Wie zu erwarten war, funktioniert das problemlos. Wir hatten jetzt hier also das große Messer am Werk, weil anders es hier nicht mehr funktioniert hätte. Und wenn ich jetzt noch größere Stammdurchmesser habe, als diese 12 cm beispielsweise, ja, wie den hier, ja, da sind, würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn er ein bisschen schief gewachsen ist, schätze ich das Ganze mal so auf 16 cm Querschnitt. Ja. Und das ist in jedem Fall was, was man schon so als kleinen Baum irgendwo findet, auch natürlich abgestorben, Totholz, keine Frage, und der sich dann auch wirklich schon lohnt, ja, für ein längerfristiges Feuer, wenn man einen großen Holzscheit haben will. Und hier haben wir jetzt natürlich maximal, könnten wir anfangen, mit dem großen Messer hier zu spalten. Wir können das ja mal versuchen. Ja. Und da sehen wir aber schon das Problem. Ja, ich setze das hier an und habe dann wirklich nur noch, naja, knapp 4 cm zum Schlagen, wenn es gerade drin steckt, die Klinge. Da sie aber so gut wie nie hier gerade drin stecken wird, wird es grenzwertig, das sage ich so schon. Aber wir versuchen es mal. Ja, das war, ihr habt gesehen, nicht unbedingt einfach, aber möglich. Das ist mein Tourenmesser. Klingenlänge knapp 20 cm ist für mich effektiv auch für teilweise grobe Arbeiten geeignet. Und trotzdem kann ich damit noch wirklich feine Schneidaufgaben verrichten. Deswegen bin ich ein Fan dieser Messergröße. Den halben Stamm hier könnte ich jetzt natürlich auch wieder mit dem großen trennen. Erwartungsgemäß wäre das kein Problem. Jetzt wollen wir natürlich aber noch zum ganz großen Messer kommen. Und da mache ich mal ein bisschen Platz, weil das wird vermutlich etwas gröber werden.
Klinglänge 34 cm. Und wir fangen hier gleich mal mit dem halben Stamm an. Und wie man hier schon sieht, ja, das ist nichts, was eins von denen ja jemals hinbekommen würde. Ja. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den noch durchbekommen. So geht es natürlich auch. Ja. Und ein Astloch könnte jetzt weiterschlagen. Kein Problem für das sehr große Messer. Ja. Gleich noch ein Test, ne? Nicht, dass er denkt, das hat nur einmal funktioniert. Ja, ich denke mal, der ein oder andere hat es vielleicht erwartet, ja. Die Effektivität dieser Klinge ist durch keine von denen zu ersetzen. Deswegen mag ich sowas ja auch. Also der Kraftaufwand war hier minimal und wir haben hier wirklich einen maximalen Effekt gehabt. Gehen wir gleich mal weiter. Das ist Birke, die ist ein bisschen weicher. Er war schon gammelig, ja, da könnte jetzt vielleicht jemand sagen, ich habe geschummelt. Versuchen wir mal den hier. Also ihr seht, das ist besser als ein Beil. Wir versuchen das mal mit dem großen Messer. Erstmal den halben. Auch das ist möglich. Ja, ist jetzt weiches Holz. Ne? Ich habe jetzt nach dem harten extra mal zur Abwechslung ein weiches genommen. Versuchen wir hier mal den ganzen. Das wird, denke ich, zu viel für ihn hier werden. Ja. Wie zu erwarten war. Ne. Weiter komme ich hier nicht rein. Ja. Bitten wir mal ihn hier wieder um Hilfe. Ich muss eigentlich gar nichts sagen, ne? Das spricht Bände. Diese Klinge ist, was grobe Holz-, Hack- und Hauarbeiten angeht, nicht zu übertreffen. Das ist das absolute Ultimo. Jetzt haben wir hier aus dem groben Holz schon kleinere Stücken gemacht. Ne? Jetzt muss es natürlich da weitergehen. Wir wollen ja ein Brennholz haben. Ja? Und starten gleich mal mit dem großen durch und schauen mal, ob er das auch kann hier. Ja? Wir versuchen jetzt mal hier aus diesem möglichst feine Streifen zu schneiden. Erstmal einmal teilen wir es noch. Und den nehme ich jetzt, um so ein paar Fettersticks hier rauszuholen. Ja, das geht, schauen wir mal, auch vielleicht mit der großen Klinge.
Ja, also ich denke, das ist hier ganz anschaulich. Ja. Die große Klinge muss natürlich nicht hier vorne benutzt werden. Das wäre ziemlich ineffektiv, ja, zum Schaben. Aber jede große Klinge hat natürlich auch einen Anfang der Schneide. Ja. Und in diesem Fall liegt die hier vorne so nah am Griff, dass ich damit auch tatsächlich sehr gut arbeiten kann. Ja. Auch ein wirklich sehr großes Messer, ja, ist auch für feine Arbeiten geeignet. Versuchen wir das Ganze jetzt mal mit dem großen Messer bzw. meinem Tourenmesser. Das große hat hier natürlich den Vorteil, dass ich hier durch die Fingeraussparung sehr nah an der Schneide sitze mit der Hand und dadurch sehr viel Kontrolle ausüben kann. Ich nehme dazu mal ein neues Stückchen hier. Schauen wir mal, was hier abgeht. Im Prinzip ähnlich. Ich muss sagen, jetzt im direkten Vergleich hat mir sogar das sehr große Messer besser gefallen als das große. Man mag es nicht glauben, ja, aber das ging da einfach besser. Liegt hier an dem gebogenen Stück Stahl. Ja. Die Schneide ist hier gekurvt sozusagen und damit kann ich natürlich von Haus aus, ihr kennt das vielleicht von Kartoffelmessern, ja, die haben ja auch diesen Bogen, ja, recurved könnte man sagen, sind ja super geeignet für Schälaufgaben. Und was anderes ist das ja, was ich hier mache, auch nicht. Eine Schälaufgabe. Ja? Und da punktet natürlich tatsächlich ein gebogenes Messer. Das muss jetzt natürlich hier nicht so ein sehr großes Messer sein. Das gibt es auch in kleineren Ausführungen. Ich habe das schon in mittlerer Klingenlänge gesehen, diese gebogenen Arten der Messer. Ja? Um genau solche Arbeiten deutlich effektiver zu machen. Jetzt das mittlere Messer, das ist das, was ich meistens so als universelles Wandermesser mal bezeichnen würde. Ja, also für mich, für meine Zwecke und ich es da meistens bei habe. Ja, auch hier wieder Fingeraussparung, wenn ich das haben will, ja, zum Schnitzen, weil ich da mehr Kontrolle habe, als wenn ich hier nur den Griff bediene. Ja, ich bin einfach mehr an der Schneide ran. Auch hier, ja, das mittlere Messer, erwartungsgemäß, für mich übrigens kein Unterschied zum großen Messer. Ja. Der Schabeeffekt ist der gleiche, Kraftanstrengung war dasselbe, es war kein Unterschied. Ja. In dem Fall, ob hier die Klingenlänge 20 cm beträgt oder 16 cm. Jetzt zu dem Messer, was viele haben, ja, um nicht zu sagen, vielleicht sogar die meisten, 12 cm Klingenlänge, das kleine Messer. Hier merke ich schon, es ist deutlich grifflastiger. Ja. Ich habe nicht so viel Gefühl im vorderen Stahl, aber schauen wir mal, wie sich's macht. Ich muss mich jetzt hier etwas umgewöhnen, weil das ein Hohlschliff ist und die anderen waren alle eine konvex geschliffene Klinge, eine ballige. Und das hier, wie gesagt, hat eher so den Rasiermesser-Charakter.
Wenn man da nicht aufpasst, dann kann man ziemlich tief im Holz landen und dann hätte ich hier gar kein Sparen mehr. So wie jetzt der letzte gerade. Auch das, ja, hier jetzt das Resultat des kleinen Messers, kein Problem. Ich muss sagen, das ist so meine persönliche Vorliebe. Ich mag es lieber, wenn ich vorne die Klinge vom Gewicht in der Hand spüre und beim Arbeiten. Für mich ist das tatsächlich kontrollierbarer. Ich merke, was ich da im Prinzip in der Hand habe, ja, und kann es dann besser führen. Das ist aber individuell wahrscheinlich unterschiedlich. Das kleine Messer im Prinzip genauso wie die Nummerngröße, ja, so wie das mittlere, als auch das große Messer, kein Unterschied, oder auch das sehr große. Ne? Aber für mich persönlich muss ich sagen, ich würde jetzt wirklich nicht zu dem kleinen greifen, wenn ich jetzt das machen müsste. Wenn ich es bei habe, keine Frage, nehme ich das. Aber wenn ich die Wahl habe, dann würde ich wirklich ein größeres nehmen. Das ist aber eine Vorliebe. Ja? Und jetzt das sehr kleine Messer. Ja? Klinglänge hier 8 cm. Wieder ein neues Stück Holz. Hier müssen wir uns erstmal eins machen. Zum Holz machen nehme ich natürlich wieder meinen großen Liebling. Und dann hier, jetzt die richtige Seite gewählt. Wir nehmen lieber die hier. Und jetzt hier das sehr kleine Messer. Wie gesagt, das ist eine subjektive Vorliebe von mir, dass ich lieber mit den größeren arbeite. Aber das Resultat ist sicher das gleiche. Hier wird erwartungsgemäß ein feinerer Span rauskommen, weil natürlich die Klingenstärke geringer ist. Wir haben hier, glaube ich, nur 3 mm und ihr seht, das bringt denn schon Haarspäne herbei. Das hat aber nichts mit der Klingenlänge zu tun. Ich sehe das immer wieder in Videos, wo die Leute sagen, guck mal, hier mache ich einen feineren Span, weil ich habe hier die kürzere Klinge. Das ist Mumpitz. Das geht hier um die Klingenstärke, nicht um die Klingenlänge. Wenn ich ein langes Messer nehme mit einer deutlich geringeren Klingenstärke als die, die haben hier alle 5,3 mm, dann kriege ich hier natürlich auch die gleichen feinen Späne hin. Wenn ich das will, wie gesagt. Diese Späne sind natürlich hier ideal zum Anzünden. Aber das hat in dem Fall nichts mit der Klingenlänge zu tun, denn tatsächlich, muss ich sagen, bietet mir das große Messer mehr Spielraum. Aber das hier ist völlig ausreichend von der Klingenlänge dafür. Und man sieht es schon, man kriegt hier mit diesem flacheren Stahl deutlich feinere und schönere Feathersticks hin. Sowas sieht immer gut aus im Video und am Foto. Keine Frage. Wenn ich das jetzt aber anzünde, spielt es überhaupt gar keine Rolle, weil ich würde das jetzt so nicht ins Feuer legen. Denn wenn ich das anzünde, mache ich nichts anderes, als dass ich den kompletten Spanhaufen wegnehme. Dann sieht er nicht mehr so schön aus. Ja, und lege das dann im Prinzip dahin, wo ich es brennen möchte. Und da spielt es ja keine Rolle, ob die Späne zusammenhängen oder ob sie einzeln sind. Ja, wichtig ist nur, dass es zündelt. Also von daher, das ist was fürs Auge. Ich sage das immer noch mal wieder. Ja, sieht schön aus, aber es ist nicht notwendig. Was haben wir jetzt daraus gelernt aus unserem kleinen Schnitzversuch? Wir haben hier die verschiedensten Klingenlänge. Von sehr klein, über klein, über mittel, über groß. Bis zu so groß, dass es jetzt hier nicht mehr in diese Hand passt. Und alle haben diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Wer also der Meinung wäre oder bis dahin war oder vielleicht sogar weiterhin sein möchte, dass nur das kleine Messer für solche feinen Aufgaben geeignet ist, das ist ein Vorurteil, kann ich dazu nur sagen. Und wie viele Vorurteile ist es Mumpitz. Auch das große Messer ist wunderbar dafür geeignet, solche feinen Schnitzarbeiten zu machen. Ja, ich mache das heute ein bisschen praktisch, wie immer. Und zwar den Gemüsetest mache ich mit Zwiebeln, da es heute bei mir auch Bolognese gibt. Es geht also nichts verloren. Wir machen hier keinen Abfall mit Lebensmitteln. Und fangen wir gleich mal an.
mit dem sehr kleinen Messer. Ne? Sehr kleine Messer habe ich definiert mit einer Klingenlänge von 5 bis 8 cm Länge ungefähr. Ne? Und das hier ist im Prinzip an der Grenze mit gerade ziemlich genau 8 cm Klingenlänge. Ne? Und wir schauen jetzt einfach mal, wie sich die Messer so im Einzelnen machen. Das sind hier rote Zwiebeln, die sind eigene Ernte, mehr oder weniger. Lagen schon den ganzen Winter draußen, sind relativ weich, ja, also sie sind nicht so fest, wie ihr das jetzt vielleicht als Zwiebel kennt, aber eignen sich für den Test, denke ich, ganz gut. Ja, wir versuchen hier möglichst gerade Streifen zu schneiden. Es geht mir ja nicht darum, den möglichst feinen Streifen zu schneiden. Das könnte ich jetzt natürlich auch versuchen, aber das würde mir im Endeffekt nichts bringen bei der Bolognese. Ne? Deswegen hier nur möglichst identische Streifen, die ich dann hinterher natürlich noch ein bisschen teile. Man merkt schon, die kleine Klinge hat bei der relativ großen Zwiebel, es geht gerade so, keine Frage, ja, man sieht das, aber kleiner dürfte sie wirklich nicht sein, ansonsten müsste ich das Ganze teilen bei der Zwiebel, ne? Einmal von links, einmal von rechts und so weiter. Ja. Wenn ich das Ganze jetzt durchschneide, ist es mit dieser Klinge auch noch in Ordnung, ja, aber ich tendiere schon dazu, bei der kleinen Klinge schon fast mit dem Griff teilweise zu schneiden. Ja? Und für diese Aufgabe, muss ich sagen, ist es mir zu kurz. Das geht, wie ihr seht. Ja? Die Zwiebel lässt sich damit teilen. Aber ich finde, genaues Arbeiten ist anders. Ja? Das war das kleine Messer, 8 cm Klingenlänge. Nächst größeres Messer, Klingenlänge. Bei mir kleines Messer, definiert mit ungefähr 8 bis 12 cm Klingenlänge. Das ist genau wieder an der letzten Grenze, in dem Fall genau 12 cm. Der Schliff dieses Messers ist eine kleine Besonderheit, ist ein Hohlschliff. Ja. Hat eine relativ dicke Klingenstärke, wie ihr das hier seht, ja. Aber dennoch durch den Hohlschliff, ja, das ja wie gesagt im anderen Video erklärt, ist das Ganze doch relativ, muss man mal sagen, ja, schneidfreudig. Also es ist nichts, es ist trotz der dicken Klingenstärke, ja, die, wie gesagt, die Zwiebel hat schon einen dolle Frost hinter sich, das heißt, die Schale geht hier schwer ab, aber das ist an sich nicht das Problem. So, starten wir mit der 12 cm Klinge. Ja. Durch die relativ dicke Klingenstärke sehe ich tatsächlich nicht wirklich da, wo ich schneide, den Schnitt an sich. Aber das ist im Endeffekt nichts anderes als eine Gewohnheitssache. Ja. Hier kann ich die Klingenlänge schon deutlich mehr nutzen. Ich kann also wirklich schneiden. Ich muss nicht wie durch ein kleines Messer fassen und drücken, sondern kann das Messer schon hin und her bewegen, da es wirklich lang genug ist für diese Arbeit. Ja, ich habe hier also überhaupt gar kein Problem, diese Zwiebel vernünftig zu schneiden. Und das würde jetzt auch, wenn es keinen Hohlschliff hätte, würde es nicht anders aussehen. Ja, ich sage es nur trotzdem, der guten Ordnung halber mit dem Hohlschliff. Und ja, nur mal um zu zeigen, ne, also es sind, die Scheiben sind in Ordnung für meine Zwecke. Ich mache hier keinen Schönheitswettbewerb. Ja. Und wenn ich jetzt das Ganze teile, dann muss ich zwar auch hier hacken, jetzt sieht man das, dass ich auch wieder ein bisschen mit dem Griff in Berührung komme, bei dem kleinen Messer. Ja, aber die Hackarbeiten, das funktioniert hier in dem Fall ausreichend gut. Ja, also direkter Vergleich zwischen dem kleinen Messer und dem sehr kleinen Messer. Ja, würde ich bei dieser Arbeit in jedem Fall das kleine Messer bevorzugen. Nach dem kleinen Messer bin ich mit dem mittleren Messer, das wäre die nächstgrößere Kategorie, habe ich definiert mit ungefähr 12 bis 17, vielleicht auch manchmal 18 cm Klingenlänge. Ja. Klingenstärke in dem Fall 5,3 mm, ne, ist also schon dicker als die anderen beiden Klingen, die ich eben hatte, keine Frage. Ist ja auch eine längere Klinge, muss ja auch dicker sein, ja, entsprechend des Anwendungszweckes. Und wir schauen mal, ob sich das noch ganz gut macht.
bei der Zwiebel. Ja, das größte Problem ist hier wirklich nicht die Zwiebel zu schneiden, sondern die Schale runterzukriegen. So, starten wir mit der mittleren Klingenlänge, ja, bei der roten Zwiebel. Ich kann bei diesem Messer übrigens, ja, trotz der langen Klingenlänge, hier mit diesem Fingerkeul, dieser Aussparung, die kann ich nutzen für feine Schneidarbeiten. Es ist in diesem Fall noch nicht notwendig. Würde es jetzt noch feiner gehen, dann würde ich das nehmen, aber hier bringt es mir keine Punkte. Hier lege ich eher Wert auf den guten Griff. Der konvexe Schliff tendiert jetzt dazu, schon etwas wegzurutschen. Ich muss aktiver gerade nach unten schneiden. Das war bei den dünneren Klingenstärken nicht der Fall. Aber wie ihr seht, auch hier keine Probleme. Die Zwiebel ist übrigens ein bisschen hässlicher, also sprich weicher, ja, als die anderen beiden. Deswegen geht es ein bisschen schwieriger. Das liegt nicht unbedingt an der Klinge selbst, ne? Nur der Gurtenordnung halber. Und auch das sind vernünftige Scheiben geworden. Ja, eigentlich sehen die sogar besser aus als bei den anderen beiden, erstaunlich, ne? Und jetzt machen wir hier nochmal den kleinen Salat draus. Ja. Das Hacken geht mit einem größeren Messer natürlich, wie ihr seht, gleich deutlich besser und effektiver als mit den kleinen. Ne? Ja, das war das mittlere Messer. Kommen wir nun zum großen. Großmesser definiere ich mit einer Klingenlänge von ungefähr 18 bis 25 cm. Liegt bei dem hier ziemlich genau in der Mitte bei 20 cm. Dann nehmen wir ruhig auch mal eine entsprechend große Zwiebel, so wie die letzte eben auch gewesen ist. Und los geht's. Klingenstärke übrigens genau dieselbe. Ja, auch 5,3 mm. Und hier vermute ich mal schon, dass ich hier eher diesen Fingerkeul nutzen werde. Aber schauen wir einfach mal. Ich schneide so, wie es intuitiv am besten ist. Und wenn ich jetzt hier, kann ich noch schneiden. Also das funktioniert tatsächlich noch wunderbar. Da brauche ich das Fingerkeul nicht. Und ihr seht auch, ne? Alle Messer sind übrigens gleich scharf, das sage ich nochmal. Die Scheiben sind im Prinzip genauso vernünftig. Ich habe nicht ganz so viel Gefühl wie in den mittleren und würde jetzt mal tendieren, nach vorne in den Finger reinzugehen hier, und funktioniert auch gleich besser, wie ihr seht. Ne? Also die Scheibe akkurat. Ne? Eben bin ich ein bisschen abgerutscht, weil ich zu weit von der Klinge entfernt war, vom Schnittgut im Prinzip. Ja. Da muss man aufpassen, die Messer sind scharf. Ja. Und ja, das können wir uns sparen. Auch hier super geworden. Ja. Und auch hier die Hackarbeiten, also das grob feinschneiden hier, ohne Probleme. Ja. Die Bolognese soll ja nicht zu strunzig werden. Auch das, 20 cm Klingenlänge, überhaupt gar kein Problem. Nächstgrößere wäre dann meine Kategorie der sehr großen Messer. Ja, nach dem großen kommt nochmal ein kurzer Vergleich. Groß, in diesem Fall hier 20 cm. Ansonsten die Kategorie bei mir, große Messer 18 bis 25. Und das geht dann schon rüber. Ne? Seht ihr nochmal, das ist denn wirklich ein schon sehr großes Messer. Das haben, denke ich mal, nur die allerwenigsten überhaupt noch von euch. Ja. Aber auch das gehört jetzt im Test dazu. Hier nehme ich automatisch, ihr seht das schon, gleich den Fingerkeul, weil bei dem anderen habe ich es eben schon gemerkt, bei dem großen, würde ich jetzt hier mit dem schneiden. Das würde auch gehen, keine Frage. Aber die Variante, mit der Hand nach vorne zu greifen, ist einfach die genauere.
gibst du. Und dann starten wir mit dem großen. Ich versuche es nochmal so, normal in den Griff. Das geht, ja, also man kann damit schneiden, aber man ist halt dadurch, dass man deutlich weiter weg ist, hat man nicht die 100% Kontrolle, die man so in dieser Handlage hier in jedem Fall mehr hat. Ja, auch hier ist man schon weit weg vom vorderen Teil der Klingenspitze, wo ich schneide. Aber, upsala, hatte nichts mit dem Messer zu tun, die Zwiebel ist auseinandergefallen. Aber ich kann hier noch mitarbeiten. Es wird aber, wie ihr schon seht, es wird schwieriger. Ja, die lange Klinge bietet mir nicht mehr ganz so viel Gefühl für diese Feinschneidaufgaben. Und ehrlich gesagt, komme ich jetzt langsam in die Bredouille hier, ja, diese Zwiebel vernünftig zu schneiden. Ja, ich kriege hier keine Granschnitte mehr mit hin. Ja. Jetzt hört es schon auf. Um das auszuschließen, dass jetzt die Zwiebel schief geschnitten war, ja, oder grundsätzlich auch eine nicht ganz so tolle Zwiebel ich vielleicht erwischt habe, mache ich das Ganze ruhig nochmal, ja, nur auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt nochmal, großes Messer. Nochmal eine Zwiebel, ist ja kein Problem, wir wollen ja heute noch essen. Das kann ruhig ein paar Zwiebeln werden. Es gibt bestimmt noch andere Varianten, Zwiebeln zu schneiden, ja, aber ich nehme hier einfach mal die einfachste und weit bekannteste. So, also seht, die Zwiebel ist eigentlich in Ordnung, da ist nichts mit. Das Ganze nochmal. Ich greife wieder nach vorne. Ah, schwierig. Es geht, das ist eine Übungssache. Ja. Wenn man den richtigen Schnitt angesetzt hat und die Klinge entsprechend führt, aufgrund der Klingenstärke, muss ich natürlich ganz aktiv das Messer hier nach links führen. Ansonsten würde ich hier eine abrutschen von der Zwiebel. Ne? Aber mit etwas Übung hat nichts in dem Fall mit der Klingen Länge zu tun, nur allein, sondern hier ist die Kombination Klingenlänge und Klingenstärke dafür verantwortlich, dass es nicht mehr ganz so gut geht. Ja. Aber man kann sich vorstellen, lange Klinge ist natürlich für Hackarbeiten in diesem Fall absolut ideal. Ja. Da brauche ich mir eigentlich gar keinen Kopf machen. Und dann sind wir da auch schon durch. Das war das sehr große Messer. Und bei den sehr großen Messern, da habe ich natürlich auch noch ein spezielles. Ne? Es gibt Leute, die nutzen gern Kukris. Ich habe hier so eine Art Bolo. Ja? Das ist nochmal eine Nummer größer. In dem Fall müsste, glaube ich, die Klingenlänge so um die 34 cm sein. Ja? Wir versuchen es auch gleich nochmal mit einer Machete. Ne? Aber nur nochmal schon nach vorab. Das ist jetzt eine, ich nenne sie mal Sonderform, aber sie zählt bei mir noch zu den sehr großen Messern. Ja, also müssen wir das natürlich auch testen, keine Frage. Hier habe ich übrigens keinen Fingergriff. Ich kann hier an dieser Klinge maximal bis hier nach vorn fassen, ja, wenn ich das will. Ich sage es immer wieder, alle Messer sind bei mir gleich scharf. Alle sind nicht super scharf, also nicht neu geschliffen. Ich habe mit denen bereits gearbeitet. Ja? Deswegen halte ich diesen Test für ziemlich praxisnah, sehr authentisch. Ne? Das ist hier also nichts geschönt mit gerade frisch vom Schleifer, denn ich will ja praktisch bleiben. Ja? Wenn wir unterwegs sind, dann haben wir das Messer auch schon ein paar Tage irgendwo in Einsatz gehabt, in Nutzung und müssen ja trotzdem noch damit arbeiten können. Es ist also nicht mehr ganz frisch wie vom Wasserstein. Ja? Geht's los mit dem wirklich super großen Haumesser. Ja. Und ihr seht, erstaunlicherweise geht das mit dieser Klinge, obwohl sie länger ist als die eben, die gerade Klinge, ja, schon fast besser. Ja. Jetzt muss ich natürlich ziemlich viel Druck ausüben, dann rutscht die Zwiebel hier auseinander, ja. Aber ja, das ist jetzt ähnlich wie mit dem anderen großen.
was wir eben hatten. Ja, das letzte Stück muss ich jetzt horizontal schneiden. Und das ist sowieso strunzig, das geht weg. Wir machen das nochmal mit diesem Messer, nur um auszuschließen, dass das nur eine einmalige Sache war. Ja. Ich kann natürlich mit dieser Klingenform, ja, das ist so ein bisschen gecurved, könnte man sagen, ja, natürlich nicht hier schneiden. Also da würde ich nicht an das Schnittgut wirklich auf den Boden rankommen. Ja. Ich habe hier zwar vorne mehr Kontrolle, aber müsste dann trotzdem durchziehen, weil ja natürlich nur der Bauch unten die Arbeitsfläche berührt. Ja. Aber das geht. Ich kann beispielsweise mit dieser Form, das wäre ja ungefähr ähnlich zu einem Kukri, ja, also wer das nutzt. Ich habe jetzt keins, deswegen kann ich es euch nicht zeigen, also nicht mehr. Ich kann aber mit dieser hier vorne anschneiden und ziehe dann einfach durch. Ja. Das geht ganz gut. Und jetzt wird es natürlich schwierig mit der langen Klinge, wie gesagt. Grundsätzlich, das hatten wir eben jetzt wirklich schon, also das bleibt so, wie es ist, muss ich das letzte Stück, um das führig zu schneiden, eher horizontal bearbeiten. Aber das ist ja an sich kein Problem. Und jetzt haben wir hier natürlich viele kleine Reste. Und das ist natürlich jetzt hier akkurat. Ja. Das ist das, was ein Haumesser also macht, wie ein Küchenbeil. Es kann sehr gut teilen, gar kein Problem. Ja. Ja, damit wäre dann der Bottich voll. Das reicht für meine Pfanne. Ja, und last but not least haben wir hier die Machete als wirklich größte Klinge, die ich hier habe. Kurz zum Vergleich zum großen Bolo-Messer. Die ist nochmal ein bisschen größer. Das ist so eine klassische. Ich glaube, das ist eine 18 Zoll Tramontina. Müsste ich nochmal nachschauen. Blende die Werte gerne ein. Ansonsten findet ihr alles bei mir auf der Webseite. Auch hier kann man natürlich ja mit der Machete vielleicht Nahrung zubereiten. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, durch den, ich merke es hier schon, ja, durch den, sagen wir das, nennen wir das hier mal Federstahl, ja, ich weiß nicht, ob es einer ist, das kann ich so nicht sagen. Das ist ja eine relativ billige Klinge, biegt sich das Ganze schon ziemlich doll bei den ersten Schnitten zur Seite. Da bin ich wirklich gespannt, was hierbei rauskommt. Ja, aber ihr seht, ja, auch die Machete eignet sich für Schneidaufgaben in der Küche. Und aufgrund der nur geringeren Klingenstärke, im Gegensatz zu den balligeren Outdoor-Messern, ja, schneidet die nicht mal unbedingt schlechter. Es ist hier, man muss nur aufpassen, dass man die Länge der Klinge berücksichtigt beim Schneiden. Ja. Ansonsten geht auch das relativ gut, muss ich sagen. Ja. Also für alle Leute, die meinen, die Machete wäre nur für Buschwerk. Es ist kein Problem, damit auch in der Küche zu arbeiten. Und ich zeige es nochmal, die Scheiben sind wirklich super geworden, da kann man nicht meckern. Ja. Also auch für feine Schneidaufgaben liegt jetzt, wie gesagt, allerdings natürlich an der geringeren Klingenstärke. Das dürfte klar sein. Ja. Ansonsten auch hier wieder super Sache. Ja. Das ist jetzt wirklich schon mehr als genug an Zwiebeln. Damit wären wir denn heute jedenfalls satt. Und um das jetzt Ganze nochmal zu rekapitulieren, die Machete mit der wirklich großen Klinge. Ne? Und dann haben wir hier das Bolo-Messer, also es ist auch ein reines Haumesser, ja, mit einer Klingenlänge hier, ich glaube es waren 34 cm Pi mal Daumen. Ja? Dann haben wir hier das sehr große Messer, auch noch wirklich sehr groß, ja, also über 20, in dem Fall 25 cm Klingenlänge, aber glatt, ne? Nichts bauchig, keine besondere Form.
Dann haben wir hier das normale große Messer, ja, 18 cm Klingenlänge. Ja. Wir hatten das mittlere Messer mit 17 cm Klingenlänge ungefähr. Wir hatten das kleine Messer mit 12 cm Klingenlänge. Ja. Und wir hatten das sehr kleine Messer, in dem Fall mit 8 cm Klingenlänge. Und wenn ich mir jetzt hier einen Favoriten von denen aussuchen müsste, um Zwiebeln zu schneiden, ne? Die Zwiebel ist in dem Fall natürlich repräsentativ für Arbeiten in der Küche mit Lebensmitteln, ne? Also draußen, ne? Die Outdoor-Küche sozusagen. Deswegen mache ich ja diesen Test mit der Zwiebel. Dann würde ich jetzt dazu tendieren, dass ich natürlich die 12 cm sehr gut gemacht habe. Aufgrund der Handlage war das Ganze am führigsten, ne? Also die wären gut. Und allerdings alles, was danach kommt, der, muss ich sagen, hat mir nicht so ganz so gut gefallen. Ja? Da war aufgrund der, eigentlich die Klingenstärke ist bei diesem Messer die gleiche wie bei diesen anderen hier. Ne? Wie bei dem mittleren, dem großen und nochmal dem Bolo. Haben alle die gleiche Klingenstärke. Aber aufgrund der langen Schneidlänge wahrscheinlich, vermute ich mal, ich weiß es nicht, weil es schon zu lang ist in der Gerade, ja? War es nicht mehr so führig und nicht mehr so gut. Wenn es allerdings nur kürzer ist, wie in diesem Fall, die 18 cm, war das wieder völlig in Ordnung. Ne? Also da habe ich eine wirklich gute Kontrolle vorne noch. Ne? Und die Bolo-Sache hat eigentlich dadurch gepunktet, dass durch die klassische Form des Bauches hier vorne, ne? Ist auch eine sehr gute Schneidsache. Ne? Man kennt das ja aus der Küche mit diesen, diese Wiegebeile im Prinzip. Ja? Das hat auch diesen Charakter davon. Da das jetzt alles klassische Outdoor-Messer waren mit einer Drop-Point-Klinge, ja, würde ich das Ganze jetzt nochmal vergleichen mit einer klassischen Clip-Point-Klinge. Ja, wie denn da vielleicht die Führigkeit der Klinge ist, denn die Clip-Point-Klinge, der in meinem anderen Video gesehen, ist dadurch charakterisiert, dass sie deutlich mehr Gefühl an der Spitze hat und dadurch für feinere, genauere Schneidaufgaben eigentlich besser geeignet ist als eine Drop-Point-Klinge. Ja? Die ist einfach nur robuster, aber die ist vorne zumindest, was es angeht, ein bisschen genauer. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Gucken, welche Klingenlänge ungefähr die gleiche ist. Ja? Ich würde jetzt mal zum großen Messer tendieren. Das sieht jetzt zwar größer aus, hat aber in diesem Fall, ihr seht das, die gleiche Klingenlänge. Ziemlich genau, da ist kein großer Unterschied. Jetzt, ne? Und wir testen das nochmal. Machen wir ruhig noch ein bisschen mehr Zwiebel, kein Problem. Testen jetzt mal den Vergleich Drop Point, Clip Point. Geht es wieder los mit der Drop Point Klinge? Das Ergebnis kennen wir ja eigentlich schon. Aber bisschen Zwiebel schadet ja nicht und wie gesagt, das Wintergemüse hier aus dem letzten November war es sogar. So alt sind die Zwiebeln schon. So lange liegen die auch draußen bei mir. Also die haben ja auch schon minus 20 Grad mitgemacht. Die müssen einfach nur weg. Ja. Deswegen essen wir jetzt ein bisschen mehr davon. So, starten wir mal. Drop Point, ich fasse wieder vorne. Bisschen weiter ran, weil das bietet mir einfach das Messer. Warum soll ich es denn nicht nutzen, ja, wenn ich es habe? Und lässt sich wirklich gut machen. Ja. Wie wir vorhin auch schon gesehen haben, wie zu erwarten war im Prinzip. Ne? Letztes Stück könnte jetzt wieder ein bisschen schwierig werden, ja. Weil aufgrund der breiten Klingenstärke muss ich aufpassen, dass mir die Klinge die Zwiebel nicht wegdrückt zur Seite. Ich kann hier natürlich nichts mehr festhalten, ansonsten wäre mein Finger dran. Ja. Wie ihr seht, auch das Stück akkurat geworden. Ja. Drop Point, jetzt Clip Point.
Los geht's. Klingenstärke übrigens annähernd dieselbe. Ja. Aber ihr seht, ich schneide schneller. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich mir mit dem Messer mehr Mühe gebe, sondern ich kann tatsächlich schneller schneiden, weil, ja, ich weiß auch nicht, ne? Es fühlt sich so an, als ob ich mit dem Messer mehr Kontrolle hätte. Und dem ist auch so, weil ihr seht, ich bin beim letzten Schnitt schon durch. Nicht, dass jetzt jemand sagt, das war jetzt nur ein Versuch von vielen. Machen wir da gleich einen zweiten zu. Ich glaube, die Zwiebel ist nicht mehr so gut. Da nehme ich meine ganze Lage runter. Die ist also ein bisschen kleiner hier. Ich denke, das macht keinen Unterschied jetzt, ja. Und jetzt machen wir mal das, wofür ein Clip-Point im Prinzip prädestiniert ist. Ich arbeite nur mit der Spitze. Das würde beim Drop-Point so nicht funktionieren, das kann ich euch sagen. Und das geht hier sehr gut. Also, was ich mit diesem Test aussagen will, ist, dass beide Klingenarten, Klingenformen, ja, sowohl die Drop-Point als auch die Clip-Point, das sind ja die, die wir meistens im Autobereich irgendwo haben, je nach Vorliebe, ja, dafür gut geeignet sind, solche Arbeiten zu verrichten. Es gibt keinen nennenswerten Unterschied. Ne? Also nichts, was mich jetzt davon abhalten würde, das eine oder das andere zu benutzen. Nun muss ich sagen, das ist mein Outdoor-Küchenmesser. Tatsächlich, da arbeite ich mit einem Bowie. Das ist das, was ich im Fahrzeug bei mir habe. Und wenn ich Nahrungsmittel zubereite, ne, das hat schon vom Rehen über alles Mögliche geschnitten. Und ich mag es einfach, weil es in dem Fall ein CPM 4V ist. Das ist der schnitthaltigste Stahl, den ich habe, überhaupt an meinen Messern. Und damit ist dieses Küchenmesser, es ist zwar nicht besonders rostresistent, ja, da muss man immer aufpassen, also es bedarf einer wirklich guten Pflege. Ja, man muss es immer hinterher trocknen, aber dafür hält es unheimlich lange die Schärfe und ich kann damit sogar Knochen schneiden, ohne dass ich einen Einbuße an der Klinge hätte. Daher ist das im Prinzip mein favorisiertes Küchenmesser und ich habe es auch schon zu Hause in der Küche benutzt. Ja, nur da habe ich da natürlich noch dünnere und das für draußen, weil das kann ich im Notfall auch für andere Dinge benutzen. Das ist nicht klein zu kriegen. Ansonsten, wie gesagt, ne, Drop-Point, Clip-Point sind beide bei gleicher Klingenlänge gut geeignet für diese Gemüse-Lebensmittelzubereitung. Mit dem Video wollte ich euch hier die Unterschiede der verschiedenen Klingenlängen mal demonstrieren oder aber auch Nicht-Unterschiede, vielleicht damit sogar das eine oder andere Vorurteil nehmen. Ich habe oft gehört, dass die Klinge ist doch viel zu groß, das funktioniert nicht. Wer lieber mit einer bestimmten Klingenlänge arbeitet, der arbeitet mit dieser auch besser. Und da spielt es dann keine Rolle, was es denn für eine ist. Solange natürlich, bis er an die Grenze der Klingenlänge kommt. Ja. Und das Resümee ist dann, dass ich mit einem sehr kleinen Messer viele Tätigkeiten machen kann, aber keine groben mehr. Das scheidet diese Klinge im Prinzip aus. Ja. Dass ich mit einem kleinen Messer auch viele Tätigkeiten machen kann, teilweise auch schon grobe, aber da muss man im Einzelfall unterscheiden, was es für ein Stahl ist, was es für ein Messer ist. Es ist in jedem Fall nicht die Prio-Wahl, wenn ich nur eine Klinge bei habe, die ich wählen würde. Das mittlere kommt da auch natürlich aufgrund der Stärke schon deutlich besser zurecht mit gröberen Tätigkeiten. Aber auch bei dem ist die Klinge nicht sonderlich länger als beim kleinen. Ja, also der Unterschied ist da nicht besonders groß. Das Messer ist oft einfach nur viel stabiler, ja, als das kleine. Wenn hingegen das große Messer schon ein deutlicher Unterschied ist, ne, bei der Nutzung für grobe Tätigkeiten, das heißt in diesem Fall bei der Zubereitung von Brennholz, komme ich mit diesem Messer wirklich schon sehr weit. Ja. Teilweise
abhängig natürlich von der Stammdicke. Und wenn ich ein Messer haben will, was im Prinzip alles kann, nur das eine, womit ich die Tomate zurechtschneide, auch tatsächlich einen Fisch filetieren kann, natürlich abhängig von der Klingenform immer, das ist aber bei jedem Messer so, und auch ohne Probleme die meisten Brennhölzer damit vorbereiten kann, dann ist das tatsächlich das Messer mit der sehr großen Klingenlänge. Nun muss man aber sagen, es ist hier natürlich auch abhängig von der Klingenstärke. Denn eine Machete ist auch ein sehr großes Messer. So ähnlich wie das. Aber es wäre nicht mehr geeignet, aufgrund der Klingenstärke, der deutlich dünneren Klinge, für grobe Tätigkeiten. Das heißt also, die Klingenlänge muss, wenn ich ein universelles Messer haben will, natürlich auch zur mit der Klingenstärke harmonieren. In diesem Fall ist die Klingenstärke hier fast genauso wie die des großen, des mittleren, als auch fast schon des kleinen. Liegt hier an dem Hohlschliff. Sehr große Messer lassen sich, wie man hier sieht, am Beispiel einer Machete, ganz schlecht irgendwo am Gürtel tragen. Das ist in jedem Fall immer störend. So ein Geschoss ist einfach unpraktisch in dieser Tragweise. Dazu bedarf es dann einer speziellen Scheide, die dann meistens irgendwo auf dem Rücken oder halt an Ausrüstung getragen wird. Große Messer hingegen, so bis Klingenmenge 20 cm, in diesem Fall kann man noch sehr gut am Gürtel und damit über Verlängerung Beinhalterung tragen. Das trägt zwar relativ dick auf, aber es stört noch nicht. Genauso natürlich alles, was kleiner wird, mittlere Messer. Mittlere Messer kann man zusätzlich auch noch am Rücken tragen. Beispielsweise hier Klingenlänge 16 cm lässt sich sehr gut am Rücken verstauen. Kleine Messer wiederum und sehr kleine Messer passen natürlich überall hin. Das bedarf nicht mal unbedingt einer Gürtelhalterung. Die kann man theoretisch noch in irgendeine Beintasche stecken. Gar kein Problem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch, egal mit welcher Klingenlänge, viel Spaß draußen.